Meine Damen und Herren, es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass nichts von dem, was wir lieben, Bestand hat. Wir wissen, dass am Ende unserer Tage ein Kampf auf uns wartet, der nicht zu gewinnen ist. Ein Schicksal, dem auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht entrinnen werden. Und schon bald nach unserem Tod wird sich niemand mehr daran erinnern können, wer wir waren, worauf wir hofften und wie sehr wir uns darum bemühten, unserem Leben einen halbwegs tragfähigen Sinn zu verleihen. Kaum sind wir fort, wird es so sein, als ob es uns nie gegeben hätte. Das tragische Los des Menschen ist oft beklagt worden. Man denke nur an die berühmten Worte, die William Shakespeare seinem Macbeth in den Mund legt. Das Leben ist nichts als ein wandelnder Schatten, ein armer Schauspieler, der seine Stunde auf der Bühne stolziert und sich quält und dann nicht mehr gehört wird. Es ist eine Geschichte, von einem Idioten erzählt, voller Schall und Raserei, ohne Bedeutung. Arthur Schopenhauer formulierte es noch etwas drastischer. Wer sich das irdische Dasein, seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten mit seinen getäuschten Hoffnungen und seinen alle Berechnungen vereitelnden Unfällen vergegenwärtiger. Der müsste zwangsläufig zu der Überzeugung gelangen, dass gar nichts unseres Strebens, Treibens und Bringens wert sei, dass alle Güter nichtig seien, die Welt an allen Ecken bankrott und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten deckt. Und so sei das Leben der meisten Menschen nichts weiter als ein Zitat. Mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken. Gewiss nicht jeder wird die Situation des Menschen so düster beurteilen, wie Schopenhauer, der Großmeister des philosophischen Pessimismus, getan hat. Dennoch lässt sich die fundamentale Tragik der menschlichen Existenz nicht leugnen. Das Universum, in das wir hineingeboren werden, ist offensichtlich nicht darauf angelegt, uns besonders angenehme Rahmenbedingungen zu schaffen. Im Gegenteil, wir sind nicht nur wie alle höheren Lebensformen mit allen erdenklichen Arten des physischen und psychischen Leids konfrontiert, wir wissen zudem auch noch, dass wir diesem Übel letztlich nicht entgehen können, wie sehr wir uns auch immer anstrengen würden. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie. Und es grenzt fast schon an ein Wunder, dass die meisten von uns ihr Leben trotz allem so tapfer meistern, ohne den Irrsinn zu verfallen. Will man ein faires Urteil über die Menschheit fällen, so darf man die besonderen Herausforderungen nicht außer Acht lassen, die das Leben an uns stellt. Denn erst vor dem Hintergrund der kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten, von denen Arthur Schopenhauer gesprochen hat, wird verständlich, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mit diesen zugegebenermaßen etwas magenbitteren Worten beginnt das erste Kapitel von Hoffnung Mensch. Worum geht es in dem Buch? Nun, ich versuche aufzuzeigen, dass wir Menschen besser sind, als wir gemeinhin glauben. Dazu lege ich gerade fantastische Leistungen, die Menschheit in der Wissenschaft, der Philosophie, Kunst und Technik erbracht hat, die aufopferungsvoll sich viele unserer Artgenossen darum mühten, diese Welt zu einem besseren, einem gerechteren Ort zu machen und mit wie viel Anstand, Würde und Tapferkeit die meisten von uns ihr Leben über die Runden bringen. In dieser Hinsicht ist Hoffnung Mensch eine Fortsetzung meines vorangegangenen Buchs, keine Macht im Doofen, nur unter umgedrehten Vorzeichen. Thematisierte keine Macht im Doofen die unerträgliche Penetranz menschlicher Dummheit in Geschichte und Gegenwart, handelt Hoffnung Mensch von der heilenden Wirkung menschlicher Klugheit, von der Güte, dem Einfühlungsvermögen, der Kreativität,
durch die sich unsere oft verkannte Spezies eben auch auszeichnet. Denn so seltsam es auch klingen mag, von seiner Veranlagung her ist der Mensch das mitfühlendste, klügste, fantasiebegabteste, humorvollste Tier auf dem gesamten Planeten. Die Menschheit hat Kunstwerke von atemberaubender Schönheit hervorgebracht und raffinierteste Methoden entwickelt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Nie zuvor gab es ein Lebewesen, das sich so aufopferungsvoll um Kranke und Schwache kümmerte, das so unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte, trotz aller Niederlagen. Über die dunkle Seite der Menschheit ist viel geschrieben worden, die Sonnenseite fiel meist unter den Tisch. Und das hat fatale Konsequenzen, denn die Konzentration auf das Negative untergräbt die Basis jedes ernst gemeinten Humanismus, nämlich den Glauben an die Menschen. Deshalb hatte ich mich entschlossen, auf den großen Menschheitsverriss von Keine Macht den Doofen eine Liebeserklärung an unsere Spezies folgen zu lassen. Hoff und Mensch ist von daher vor allem auch eine Absage an den Zynismus, der vorauseilt von der Irrationalität der Welt kapituliert und den eigentlichen Herausforderungen des Menschseins sich gar nicht erst stellen zu müssen. Das Buch ist, wie Sie hier sehen, in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil, die bedrängte Spezies, schildere ich die Grundprobleme der menschlichen Existenz und untersuche, welche Lösungsmöglichkeiten religiöse wie nicht-religiöse Weltanschauungen dafür bereitgestellt haben. Im zweiten Teil, die unterschätzte Spezies, zeigt die bemerkenswerten Fortschritte auf, die die Menschheit im Verlauf der Kulturevolution nicht nur in der Wissenschaft, Technik, Medizin und Kunst, sondern eben auch auf dem Gebiet der Ethik und der Politik erzielt hat. Im dritten Teil wende ich mich den zentralen ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Problemen der Gegenwart zu und erläutere, warum es mit meiner doch starke Anzeichen gibt, dass wir sie in den nächsten Jahrzehnten immer besser in den Griff bekommen werden. Und genau schlage ich dann am Schluss des Buchs noch einmal den Bogen zum Anfang, indem ich darlege, auf welche fruchtbare Weise ich meine, der evolutionäre Humanismus auf die existenziellen Anforderungen des Menschen antworten kann. Natürlich kann ich im Rahmen dieser Lesung die vielen Themen und Argumente, die in dem Buch behandelt werden, nicht einmal ansatzweise darstellen, aber ich hoffe, dass Sie zumindest einen kleinen Eindruck davon erhalten werden, worum es in Hoffnung Mensch geht. Wie gesagt, ich beginne das Buch mit einer Schilderung der tragischen Seite unserer Existenz. Das Kapitel Das tragische Tier wird dabei mit einem Grundthema des französischen Existenzialisten Albert Camus eröffnet, nämlich der Erfahrung des Absurden. Eine Erfahrung, die sich aus der Erkenntnis speist, dass der Tod über kurz oder lang jede Bedeutung eliminiert, die wir unserem Leben gegeben haben. Was für uns erheblich war, die Freude, die wir erfahren mussten, das Salz, das wir ertragen mussten, die Anstrengungen, die wir auf uns nehmen mussten, all das wird letztlich irrelevant sein. Wozu also noch der Aufwand, der mit dem Leben Tag für Tag verbunden ist, wenn am Ende doch alles für die Katze ist? Diese Frage stellt sich Camus bekanntlich, deswegen sagt er, das einzige ernsthafte Problem der Philosophie ist der Selbstmord im Mythos des Sisyphos. Solange sich die Menschen einbilden konnten, das irdische Leben sei bloß eine Durchgangsstation zu einer höheren Daseinsform, stellt sich die Frage nicht in dieser Dringlichkeit. Denn wer ein Wozu des Lebens hat, kann es mit nahezu jedem Wie abfinden. Geht dieses Wozu wieder verloren, rückt das Wie des Lebens in den Vordergrund. Aus dem Schatten des endgültigen Todes tritt somit der Skandal eines Lebens hervor, das nicht hält, was wir uns von ihm versprechen. Von diesem Skandal des Lebens, von den Schmerzen, Ängsten, Verletzungen, Verlusten, unerfüllten Hoffnungen, die wir mit uns herumtragen, handelt der zweite Abschnitt dieses ersten Kapitels. Die Darlegungen zu den Widrigkeiten des Lebens machen klar, dass das Leben auch ohne ständige Konfrontation mit dem Absurden schwer genug ist.
Und das gilt selbst für diejenigen, die eigentlich ein traumloses Erlaubnis ihres Lebens gezogen haben, die von schwerwiegenden Krankheiten und Behinderungen verschont bleiben, in einer liebevollen Familie aufwachsen, die ökonomisch abgesichert sind und sie auch noch in ihrem Berufsleben entfalten können. Wie wir wissen, kommen nur sehr wenige Menschen in den Genuss solch traumhafter Bedingungen. Und genau das ist Thema des dritten Abschnitts dieses ersten Kapitels. Dieser Abschnitt setzt sich mit der Ungerechtigkeit der Welt auseinander. Gerechtigkeit ist ein Maßstab, den wir ethisch denkende Tiere intuitiv an die Natur anlegen, der aber in der biologischen Evolution keinerlei Rolle spielt. Dass einige Arten aufsteigen, während andere vom Erdboden verschwinden, dass einige Lebewesen sich prächtig entwickeln, während andere ein kurzes, trostloses Dasein fristen, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern resultiert vielmehr aus den blinden Mechanismen der Evolution, die kein Mitleid kennen, keine Gnade, keinen Hals mehr. Diese Ungerechtigkeit der Natur ist eine der verstörendsten Tatsachen, mit denen wir konfrontiert sind, zumal wir sie auch im kulturellen Rahmen nicht wirklich aufheben können. Schlimmer noch, die menschliche Kultur führt häufig sogar zu einer weiteren Verschärfung. Die Menschen starten eben nicht nur biologisch, sondern auch kulturell unter höchst ungleichen Bedingungen ins Leben. So, als würde man bei einem 100-Meter-Lauf dem einen 70 Meter Vorsprung gewähren und dem anderen zusätzlich noch Steine in den Blick legen. Besonders auffällig ist es im Fall der absoluten Armut, dass die große, durch nicht zu rechtfertigen Beschandung unserer Spezies, dass Abermillionen Kinder weltweit von Geburt an zu einem Leben verurteilt sind, das ihnen nur Hunger, Krankheit, Gewalt und einen frühen Tod bringen wird. Auch selbst wenn wir diesen Skandal aller Skandale aus Acht lassen für einen Moment und den Blick nur auf die wohlhabenden Gesellschaften richten, wird uns schmerzhaft bewusst, wie ungleich die Karten von Anfang an verteilt sind. Solange die Menschen glauben konnten, dass die Ungerechtigkeit auf Erden durch eine höhere, eine jenseitige Gerechtigkeit aufgehoben würde, stellt sich auch dieses Gerechtigkeitsproblem nicht in dieser Schärfe. Gehen wir doch davon aus, dass das Leben des Menschen endlich ist, müssen wir uns der verstörenden Tatsache stellen, dass für den Tod auch die Ungerechtigkeit der Welt in der Regel das letzte Wort haben wird. Eine Vorstellung, die nur sehr schwer zu ertragen ist. Kein Wunder also, dass sich aber Millionen Menschen weltweit an die Rettungsringe des Glaubens klammern. Auch wenn aus ihnen, diesen Rettungsringen, objektiv betrachtet, längst alle Luft entwichen ist. Wohl ahnen es viele, dass sie sich mit Hilfe dieser metaphysischen Rettungsringe nicht über Wasser halten können. Doch nur wenige gestehen es sich ein. Zu groß ist die Angst, loslassen zu müssen und im Existenzstrudel ganz auf sich alleine gestellt zu sein. Mit diesem Thema befasst sich der letzte Abschnitt des ersten Kapitels, dessen Überschrift der Seufzer der bedrängten Kreatur einem berühmten Karl-Marx-Zitat entnommen ist. Viele von Ihnen werden dieses Zitat sicherlich kennen. Ich möchte es dennoch kurz vortragen, da es sehr häufig und gerade in religionskritischen Kreisen sehr einseitig ausgelegt wird. Die Religion, so schrieb Karl Marx 1844, ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Und man sieht leicht, dass in diesen berühmten Zeilen nicht nur eine Kritik am illusorischen Charakter der religiösen Heilserzählung zum Ausdruck kommt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die existenziellen Nöte, aus denen heraus der Glaube geboren wird. Wer diesen Aspekt ignoriert, der verkennt die Gründe, warum sich so viele Menschen weltweit ein Leben ohne Religion gar nicht vorstellen können. Denn Religion dient nicht zur Betäubung, nicht nur zur Betäubung des Daseinsschmerzes oder zur Rechtfertigung des sozialen Elends. In der Religion äußert sich auch der ohnmächtige Protest gegen eine Welt, die so, wie sie ist, nicht sein soll. Wenn man so will, ist das der humane Kern der Religion.
In dem Abschnitt zeige ich auf, wie Hinduismus und Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam auf die existenziellen Probleme des Menschseins reagiert haben. Das heißt, welche Antworten diese Religionen gefunden haben auf die Erfahrung des Absurden, auf die Widrigkeiten des Lebens und auf die Ungerechtigkeit der Welt. Natürlich halten diese religiösen Lösungsversuche, die auf einer sehr viel früheren Entwicklungsstufe der Menschheit entstanden sind, einer kritischen Prüfung im 21. Jahrhundert nicht mehr stand. Aber wir müssen diese Lösungsversuche trotzdem ernst nehmen. Warum? Nun, weil nur die allerwenigsten Menschen bereit sind, trostlose Wahrheiten an die Stelle hoffnungsvoller Illusionen zu setzen. Für die meisten wird ein Leben jenseits der althergebrachten religiösen Illusionen erst dann attraktiv erscheinen, wenn dieses Leben mehr verspricht als bloße Vernünftigkeit, nämlich Hoffnung und Geborgenheit. Doch ist das im Rahmen eines diesseitigen, eines humanistischen Modells überhaupt möglich und ist dieses Modell attraktiv genug, um mit diesen alten religiösen Modellen zu konkurrieren? Und falls ja, besteht dann nicht die Gefahr, dass der Humanismus selbst zu einer Heilslehre entartet, die sich über die realen Interessen der Menschen ähnlich erwartungslos hinwegsetzt, wie es die klassischen Religionen also häufig schon getan haben? Muss es vielleicht zwangsläufig zu solchen degenerativen Erscheinungen kommen, wenn die Mehrheit der Menschen gar nicht zu bereit ist, ein freies, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Scheitert das humanistische Projekt also womöglich an der Natur des Menschen, die eine nachhaltige Befreiung von Ideologien, von Illusionen gar nicht zulässt? Mit dieser Frage beschäftigt sich das zweite Kapitel des Buchs. Und aus diesem zweiten Kapitel möchte ich nun aus der einleitenden Passage einen kurzen Auszug vortragen. Vor einigen Jahren fand ich in einer Tageszeitung eine kurze Notiz, die von den Erlebnissen eines US-Amerikaners erzählte, der sich und der Welt beweisen wollte, dass der Mensch von Grund auf gut sei. Er hatte sich vorgenommen, hunderte von Kilometern zu marschieren, nur mit dem Notwendigsten ausgerüstet, in der Hoffnung, dass er auf Artgenossen träfe, die ihm bereitwillig unter die Arme greifen würden. Da die lokalen Medien recht ausführlich über das hoffnungsvolle Anliegen des guten Mannes berichteten, wurde ihm beim Start ein fröhlich jubelndes Publikum beschert. Kaum aber hatte er die Stadtgrenze erreicht, erlebte er sein blaues Wunder. Es begann damit, dass ein Wagen neben ihm geht. Die beiden Insassen fragten ihn, ob er der Mann sei, der beweisen wolle, dass die Menschheit gut sei. Der ahnungslose Menschenfreund bejahte die Frage und womöglich hoffte er insgeheim ein paar aufmunternde Worte oder eine kleine Weggabe zu erhalten. Doch weit gefehlt. Die beiden Männer sprangen aus dem Wagen, schlugen unseren Helden nach Leibeskräften zusammen, beraubten ihn all seiner Habseligkeiten und warfen ihn anschließend als letzten Gipfel der Boshaftigkeit über die Brücke in den mehrere Meter darunter liegenden Fluss. Glücklicherweise kam der amerikanische Menschenfreund letztlich doch noch mit einem blauen Auge davon. Passanten entdeckten ihn wenig später, leisteten erste Hilfe und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er sich allmählich von den Strapazen seines gescheiterten Experiments erholte. Wie lautet die Moral von der Geschichte? Sollen wir davon ausgehen, dass der Mensch im Kern eine Bestie ist, der nicht ungestraft den Weg trauen darf? Nun, eine solche Interpretation wäre zweifellos verkürzt, denn sie ignoriert die Hilfeleistung, die dem letzten Menschenfreund ihm auch zuteil wurde. Lernen kann man aus der Anekdote jedoch, dass man mit einem blauäugigen Humanismus, der die Realitäten verkennt, nicht allzu weit kommen wird. Denn die Natur ist kein Wunschkonzert. Der Mensch wird nicht gut, freundlich, hilfsbereit, wahlweise auch gottesfürchtig, asketisch, monogam, nur weil wir das nie erhoffen. Gehen wir von falschen anthropologischen Voraussetzungen aus, werden unsere Pläne zwangsläufig scheitern. Wir benötigen daher eine realistische Sicht auf den Menschen, auch wenn uns das Spiegelbild, das uns die Forscher auf die Nase halten, nicht immer gefallen.
Da jede Weltanschauung ein eigenes Bild vom Menschen zeichnet, ist kaum ein Gebiet der Wissenschaft ideologisch so hart umkämpft wie das der Anthropologie, der Lehre vom Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darum bemühen, der Frage nach dem Wesen des Menschen vorurteilsfrei zu blicken. Ein solcher vorurteilsfreier Blick fällt nicht nur streng religiösen Menschen schwer, auch nicht-religiöse Humanisten haben ihre liebe Not damit, all die narzisstischen Kränkungen zu verkraften, die die wissenschaftliche Forschung der menschlichen Selbstverliebtheit zugefügt hat. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Aufhebung der sakrosanten Trennlinie dar, die der klassische Humanismus zwischen Mensch und Tier gezogen hat. Schon Cicero, der Urvater des Humanismus, hatte die besondere Würde des Menschen in scharfer Abgrenzung zum Tier bekommen. Doch eben diese Grenzziehung wurde im Zuge der evolutionsbiologischen Forschung zunehmend hinfällig. Genau das belege ich dann auch in dem Abschnitt der nackte Affe. Da gehe ich unter anderem auf die häufig verdrängte Tatsache ein, dass wir Menschen mit den Schimpansen enger verwandt sind als diese mit den Gorillas. Wenn man also die Familie der Menschenaffen unbedingt in Unterfamilien aufteilen möchte, dann müssten wir Menschen und auch die Schimpansen und Bonobos zum einen Teil der Verwandtschaft gezählt werden und die Gorillas und Orang-Utans zum anderen. Wie aber erklären wir uns bei der engen genetischen Verwandtschaft von Menschen und Schimpansen, dass sich diese beiden Primatenspezies letztlich doch in so unterschiedliche Richtungen entwickelt haben? Mit dieser Frage setzt sich der nachfolgende Abschnitt auseinander, der die Wurzeln der menschlichen Kultur beleuchtet. In diesem Abschnitt gehe ich unter anderem auf eine bemerkenswerte Studie ein, in der Sie hier einige Bilder sehen. In dieser Studie wurden Schimpansen und Menschenkinder mit einer Box konfrontiert, die eine kleine Leckerei enthielt. Im ersten Teil des Experiments war diese Box, wie Sie sehen, undurchsichtig, so eine Blackbox, sodass der Mechanismus des Apparats von außen nicht zu erkennen war. Die Versuchsleiter brachten den Menschenkindern und den Schimpansenkindern eine Reihe von Verhaltensweisen bei, die Sie sehen, mit der sie dann diese Leckerei erhaschen konnten. So mussten sie mit einem Stab mal links, mal rechts klopfen, einen Riegel oben an der Oberseite der Box beiseite schieben, den Stab von oben einführen und dann eine kleine Klappe am unteren Teil öffnen, woraufhin sie ihre Belohnung aus dieser Blackbox holen konnten. Wie Sie hier sehen, haben Menschen und Schimpansenkinder diese Aufgabe ähnlich gut bewältigt. Es fällt hier auch schon ein bisschen auf, dass die Menschenkinder etwas exakter machen mit dem Kopieren, aber ansonsten ist das nicht besonders beeindruckend. Beeindruckend ist der zweite Teil dieses Versuchs, den wir jetzt sehen. Denn im zweiten Teil des Versuchs ist diese Box keine Blackbox, es ist eine durchsichtige Box. Das heißt, man kann von außen genau erkennen, wie dieser Apparat aufgebaut ist. Und wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich, dass alle Verhaltensweisen, die auf den oberen Teil der Box bezogen sind, überhaupt keinen Sinn machen. Man kann also sofort unten die Leckerei rausziehen. Die Schimpansen schauen sich das jetzt an. Und clever wie sie sind, holen sich die Leckerei raus. Gut. So war es bei den Schimpansen. Wie war es bei den Menschenkindern? Das war die große Frage. Und das ist das Erstaunliche des Versuchs. Ja, man sieht es hier. Die Menschenkinder behalten alle Verhaltensweisen bei, die man ihnen beigebracht hat, obwohl sie völlig unsinnig sind. Ja, weshalb sie, und zwar bei Kindern aller Erdteile, aller Kulturen, wodurch sie sehr viel später erst als die Schimpansen in den Genuss dieser Belohnung kommen. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Zeigt der Versuch, dass Schimpansen cleverer, smarter mit solchen Problemen umgehen können als wir Menschen?